Hi Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich gehe heute endlich mal wieder in die Uni-Bib und ich dachte mir, das wäre ein perfekter Zeitpunkt, um die Kamera rauszunehmen und euch ein bisschen mitzunehmen und einfach meinen Tag ein bisschen zu vloggen. Ihr mögt solche Lern-Produktivitäts-Vlogs ja sehr gerne und ich dachte mir, es ist für euch auch ganz schön mal was anderes zu sehen als immer nur meinen Schreibtisch und so konnte ich euch mal ein bisschen Uni-Feeling präsentieren, vielleicht rüberbringen, ich weiß es nicht. Und ja, deswegen starten wir diesen Vlog jetzt am Mittwoch, den 13. Oktober. Wahnsinn, oder? Ist schon Mitte Oktober. Wir haben jetzt 7.26 Uhr und ich muss jetzt noch meinen Rucksack packen, mein Bib-Bag. Und dachte, ich zeige euch das mal, damit ihr so seht, was ich dann immer so mitnehme in die Bib. Ich habe heute nämlich quasi ein Bib-Date und ich freue mich richtig darauf mit meiner Uni-Freundin, mit der ich dann auch im Februar Examen schreiben will. Und ich freue mich total drauf, weil wir uns echt lang schon nicht mehr so in Real Life gesehen haben. Und wir werden zusammen frühstücken, deswegen muss ich gleich auch noch mein Frühstück fertig machen. Die Uni-Bib macht nämlich erst um 9 Uhr auf und davor setzen wir uns in so ein kleines Café von der Uni und dann frühstücken wir da zusammen. Und ja, ich freue mich einfach sehr darauf. Ist immer sehr schön in diesem Café. Ich mag das sehr gerne und generell freue ich mich einfach richtig, mal wieder in der Uni zu sein. Ich glaube, ich war jetzt über ein Jahr nicht mehr da. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich war das letzte Mal im November oder so. Also letzten Jahres. Ja, deswegen bin ich richtig excited und freue mich einfach darauf. Und ja, jetzt muss ich aber erstmal meinen Rucksack packen, damit ich hier auch alles Wichtige dabei habe. Und deswegen zeige ich euch mal hier schnell noch meinen Rucksack. Den kennt ihr wahrscheinlich schon. Das ist hier so ein durchsichtiger von The Friendly Student. Ich habe hier vorne schon alles Wichtige eingepackt. Desinfektionsmittel, mein Uni-Portemonnaie, Maske natürlich und Kopfhörer, Taschentücher, ja, all so ein Kram halt. Und jetzt kommt hier hinten in das große Fach noch mein ganzes Lernzeug. Als erstes nehme ich natürlich meinen Laptop mit, also hier mein MacBook. Das packe ich hier in so eine Hülle, die ist mit Vlies ausgestattet. Das ist ganz praktisch, da hat man wirklich sehr, sehr guten Schutz. Und die Hülle ist auch wasserabweisend, also für den Notfall, dass man da irgendwie ein Getränk ausläuft oder so. Ein Ladekabel nehme ich jetzt nicht mit. Ich habe den nämlich über Nacht aufgeladen und der Akku hält einfach so unfassbar lang. Das ist richtig, richtig gut. Dasselbe gilt für mein iPad. Da habe ich hier so eine graue Filzhülle. Ich habe das ja auch wie das MacBook in so einer normalen Foliehülle. I don't know. Aber mir ist das ein bisschen zu unsicher. Deswegen habe ich für unterwegs immer noch diese kleine extra Hülle, wo ich das iPad dann reinmache. Einfach nur für den Fall, dass mir der Rucksack runterfallen sollte, dass was drauffallen sollte, dass was auslaufen sollte oder so. Ist es immer ganz gut, finde ich, wenn man das doppelt geschützt hat. Und ansonsten nehme ich dann jetzt hier noch mein BGBAT-Skript mit von Hammer, weil ich heute BGBAT machen werde. Genau, ich will jetzt langsam zum Ende kommen vom BGBAT. Ich hänge nämlich ein bisschen in meinem Lernplan hinterher, was nicht so praktisch ist. Aber gut, das kriegen wir alles hin. Dann haben wir hier mein iPad-Mäppchen, da ist mein Apple-Pencil und ein Ladekabel drin. Dann noch mein normales Mäppchen mit meinen Stiften. Und dann nehme ich jetzt auch noch wieder meine Karteikarten mit. Diesmal nur die für BGBAT. Die habe ich hier in so einer Dokumentenmappe eingepackt, damit auch da kein Schmutz oder irgendwelche Flüssigkeiten drankommen können. Ihr seht, ich bin ein riesen Fan von Sachen in Sachen verpacken, bevor ich sie in den Rucksack verpacke. Ja, das ist soweit alles, was ich mitnehme. Jetzt gehen wir noch in die Küche und machen meine Wasserflasche fertig und mein Frühstück. Ich weiß, das Licht ist jetzt leider nicht so gut, aber ich dachte, ich zeige euch mal schnell, wie ich mein Frühstück mache. Ich habe hier natürlich von Mutti zwei Tupperdosen und zwar kommt hier mein Joghurt mit Müsli rein und hier kommen noch ein paar Nüsse rein, die ich dann über das Müsli mache, wenn ich dann wirklich esse, weil ich finde das immer so matschig. Also die werden immer so matschig, Nüsse irgendwie so, weiß ich, unschön, wenn man die schon vorher ins Müsli macht und dann nicht direkt isst, sondern wenn das dann erstmal so zusammenpappt. Ja, und als Joghurt habe ich heute das erste Mal diesen Soja-Joghurt Heidelberg von Lidl. Das ist die Eigenmarke von Lidl und ich bin mal gespannt, wie der schmecken wird. Ich habe sonst immer die von Alpro, aber ich dachte, ich teste jetzt auch die hier mal aus. Und ja, da sind, glaube ich, ja, 500 Gramm drin. Ich nehme meistens ein Drittel, die Hälfte so ungefähr mit. Ja, genau. Das werde ich jetzt hier reinfüllen in die Schüssel und danach kommt mein selbstgemischtes Müsli da rein. Da sind Haferflocken drin, Sojaflocken und Rosinen. Genau. Das werde ich jetzt hier einmal zusammenmischen. Zu
Zu guter Letzt habe ich dann natürlich immer noch einen Löffel dabei, in Küchenpapier eingewickelt, damit der auch nicht schmutzig wird in meinem Rucksack. Und dann natürlich meine Wasserflasche. Das ist so eine Glasflasche und die fülle ich dann immer wieder in der Uni auf, wenn sie leer ist, damit ich auch genug trinke. Genau. Falls ihr euch irgendwie fragt, woher irgendwas ist, dann schaut mal in die Infobox, da habe ich euch meine Amazon-Listen verlinkt. Da habe ich eigentlich in der Regel alles irgendwie aufgelistet, was vielleicht für euch interessant sein könnte. Deswegen schaut da gerne vorbei. Und dann nehme ich jetzt natürlich noch meine Blaulichtfilterbrille mit, damit ich gut was sehe. Vor allen Dingen jetzt beim Autofahren, da brauche ich die Brille. Und ja, ich nehme natürlich meine Blaulichtfilterbrille mit, weil ich dann ja viel mit den elektronischen Geräten arbeite. Und da ist es natürlich ganz gut, wenn man einen Filter hat. Und jetzt das letzte, aber tatsächlich auch ein sehr wichtiges Teil, was ich mit in die Bib nehme. Und zwar ein großer Schal. Ja, es ist noch nicht irgendwie krass Winter und auch nicht extrem kalt, dass man den jetzt dafür irgendwie brauchen würde. Aber in der Uni-Bib, Freunde, da ist es immer so krass kalt und ich habe keinen Bock auf eine Erkältung. Und da sitzt fast jeder da mit einem Schal oder irgendwas, dass man sich dann noch rumwickeln kann, damit man nicht friert. Ja, genau. Und deswegen habe ich auf jeden Fall noch einen Schal dabei. Und jetzt bin ich eigentlich fertig. Wir haben jetzt 10 vor. Also mache ich mich auch gleich los. Ich bin mal gespannt. Wir haben Herbstferien in Hessen. Ich hoffe, es ist nicht so viel Verkehr. Aber dann sehen wir uns später in der Bib wieder. Ich freue mich. Hallo, hallo. Ich bin leider etwas krank, deswegen wundert euch nicht über meine Stimme, aber ich dachte mir, ich erkläre euch in diesem Vlog mal etwas genauer meine Lernroutine und auch so ungefähr meine Lernzeit pro Tag, da das wirklich immer sehr angefragt ist. Und an dem Mittwoch war natürlich mein erster Gang ins Café, habe ich euch ja erzählt. Ich habe zusammen mit meiner Freundin erstmal entspannt gefrühstückt und danach haben wir uns dann auf den Weg in die Bib gemacht und wir sitzen in der Uni-Bib immer im unteren Erdgeschoss, einfach weil wir es da irgendwie ein bisschen angenehmer finden. Und natürlich muss man sich dann hier erstmal auspacken. Es ist ja doch recht kalt geworden, deswegen ja, ist auf jeden Fall, wie gesagt, der Schal am Start und dann werden wirklich alle meine wichtigen Sachen aus dem Rucksack ausgepackt und dann ist mein Schritt 1 quasi, eine kleine To-Do-Liste für den Tag zu schreiben. Das mache ich manchmal, wie hier zum Beispiel am Laptop oder ich mache es eben in meinem Planer oder auch einfach nur auf einem Blog, je nachdem, wie ich gerade Lust habe. Und auf der To-Do-Liste schreibe ich mir dann ganz grob auf, welche Themen oder Fälle ich heute durchgehen möchte, welche Übersichten ich erstellen muss und nehme mir die To-Do-Liste tatsächlich auch später immer wieder zur Hand, um mir Fragen oder Dinge, die mir während des Lernens einfallen, aufzuschreiben, damit ich halt später nachlesen oder nachschauen kann, was ich da irgendwie für Probleme hatte und gegebenenfalls mir die Fragen auch noch beantworten kann, ohne dass ich das jetzt mitten im Lernflow machen muss. Mir geht es bei dieser To-Do-Liste jetzt nicht darum, ganz genau im Detail aufzuschreiben, was ich lernen will. Also ich schreibe beispielsweise nicht Kapitel 1 und 2 im Buch XY oder Seite 1 bis 35 im Buch XY, sondern ich schreibe mir das Thema auf, was ich halt an dem Tag lernen möchte. Also wie hier an dem Mittwoch war es die Stellvertretung im BGBAT, damit ich dann am Ende des Tages auch weiß, zu welchem Thema ich eine Übersicht erstellt habe und welches Thema bzw. welche Übersicht ich dann auch am Ende des Tages noch einmal durchgehe. Dann beginnt natürlich die erste Lernsession sozusagen und aktuell variieren die Startzeiten meiner Lernphasen ein bisschen, weil ich es manchmal schaffe, früher mit dem Lernen anzufangen, weil ich zum Beispiel an dem Tag keinen Sport mache oder von selbst einfach früher wach werde. Aber ich habe mir als absolute Grenzzeit 9 Uhr gesetzt, also um 9 Uhr spätestens will ich quasi mit dem Lernen anfangen. Ich finde vor allen Dingen, wenn man in einem Motivationstief ist oder ja, ich zum Beispiel mal länger wach geblieben bin und halt weiß, okay, ich muss aber am nächsten Tag wieder
um 9 Uhr am Schreibtisch sitzen, dann ist das eigentlich ganz gut, so eine Grenzzeit zu haben. Das Ganze ist aber auch total typabhängig. Wenn ihr, wie ich zum Beispiel, um 7 Uhr noch nicht lernen könnt, dann ist das völlig in Ordnung. Ich finde solche Grenzzeiten aber auch sehr hilfreich, vor allen Dingen, weil sie in dieser ganzen Homeoffice-Geschichte einfach die Grenze zwischen Vergnügen und Arbeit ziehen sozusagen. Und vor allen Dingen, wenn man sich diese Grenzzeit erstmal angeeignet hat und sie zur Routine wird, dann findet man sich damit, finde ich, auch ganz gut zurecht. Also beginnt meine erste Lernsession wie hier an dem Mittwoch in der Bib um 9 Uhr und ging dann bis ca. 13 Uhr. Dann habe ich die ersten 4 Stunden in der Theorie geschafft. Natürlich sind es in der Praxis, sage ich mal, meist keine vollen 4 Stunden, weil ich auch zwischendurch kurze Pausen mache, mich doch mal von WhatsApp und Instagram ablenken lasse, in der Bib mit einer Freundin quatsche, zu Hause die Hunde mit Liebe erdrücke und so weiter. Also lasst euch bitte von vollen Waldbildern von Forest auf Instagram oder von KommilitonInnen, die erzählen, dass sie 12 Stunden in der Bib waren oder sonstigen Momentaufnahmen nicht beeinflussen oder einschüchtern. Ich selbst war nämlich zum Beispiel an diesem Tag von 9 bis 18 Uhr in der Uni und habe nicht mal annähernd 9 Stunden gelernt. Und über Social Media kann vor allem jeder und jede so produktiv rüberkommen, wie diese Person eben möchte und euch irgendwie mit Schreibtischbildern weismachen, dass sie gerade lernt, obwohl sie das Bild postet, während sie im Bett liegt. Und ich will damit nicht irgendwie sagen, dass das jede Person macht oder sonst irgendwas. Ihr wisst, ich bin selbst ein Teil dieser Study-Community, aber ich möchte euch eben einfach nur nochmal sagen, dass auf Social Media nicht alles immer so ist, wie es in echt ist, dann wirklich. Und wenn euch irgendeine Person, der ihr folgt, irgendwie ein schlechtes Gefühl gibt oder irgendwelche, ich sag mal, negativen Vibes verbreitet und ihr euch damit irgendwie unter Druck gesetzt fühlt oder so, dann bitte entfolgt auch diesen Personen. Und an dieser Stelle würde ich ganz gerne ein Video von der lieben Maxi empfehlen, in dem sie auch über diese Art von Produktivität und Social Media gesprochen hat. Also schaut gerne mal in die Infobox, da verlinke ich euch das Video. So, und jetzt ist der Exkurs auch zu Ende. In diesen theoretischen 4 Stunden lerne ich dann eben das Rechtsgebiet, was an dem Tag ansteht, in diesem Fall Zivilrecht. Und da ich aktuell etwas in meinem Lernplan hinterherhänge, bin ich noch im BGB-AT und muss mich da einfach noch ein bisschen ranhalten und auch aufholen. Und zu diesem Gebiet erstelle ich mir dann eben meine Übersicht als eine Art kurze, schematische Zusammenfassung. Und das mache ich überwiegend aus den Rep-Materialien und an manchen Stellen ziehe ich dann eben noch Skripte oder Lehr- und Fallbücher hinzu. Um 13 Uhr ist dann auch Mittagspause und hier nehme ich mir wirklich auch bewusst eine Stunde Zeit. In der Uni ist es wirklich super praktisch, weil wir in der Mensa essen waren und somit muss man sich eigentlich keine Gedanken über das Vorkochen machen oder sonstige Sachen. Und unsere Uni hat tatsächlich auch jeden Tag ein veganes Gericht und hier an dem Tag gab es eine richtig leckere Wok-Gemüsepfanne mit Nudeln und als Nachtisch noch eine Banane für nur 3,30 Euro, also wirklich richtig, richtig gut. Und danach sind meine Freundin und ich noch ein bisschen spazieren gegangen. Neben der Uni ist direkt ein Park und es war wirklich sehr, sehr schön, auch wenn es leider ein bisschen geregnet hat. So haben wir wenigstens richtig schöne, frische Luft abbekommen und hatten wenigstens auch noch ein bisschen Bewegung. Um ca. 14 Uhr, 14:15 Uhr waren wir dann wieder in der Bib und dann beginnt auch für mich die zweite und auch längste Lernsession. Feierabend ist bei mir je nach Tag immer so zwischen 17 und 18 Uhr, aber ich mache dazwischen natürlich auch Pausen, die jetzt aber nicht irgendwie getimed sind, wie zum Beispiel alle 45 Minuten eine 5-Minuten-Pause, sondern ich mache die Pausen wirklich eher so nach Gefühl und ansonsten nutze ich halt einfach die Lernzeit weiterhin, um mir diese Übersichten zu erstellen oder auch Karteikarten durchzugehen, um zu wiederholen und auch direkt Fälle zu lösen. Je nachdem, wie weit ich mit den Übersichten gekommen bin, schaffe ich es, mehr Fälle zu lösen. An einem anderen Tag schaffe ich vielleicht nur einen Fall. Aber mir ist es wirklich wichtig, dass ich mindestens einen Fall an dem Tag durchgehe. Das ist mir auch egal, ob der jetzt aus dem Rep ist oder auch aus einem Fallbuch. Ich gucke da wirklich einfach immer mal durch. Manchmal schaffe ich es sogar, dass ich wirklich einen Klausurfall aus dem Rep-Klausurenkurs irgendwie durchgehe. Aber mir ist es wirklich wichtig, dass ich einen Fall am Tag dabei habe, dass ich den durchgehe, damit ich eben nicht nur zu abstrakt lerne, sondern damit ich halt auch weiß, wie ich das materielle Recht immer mit der Fallanwendung verknüpfe. Am Ende des Lerntages schaue ich mir immer nochmal meine Monatsübersicht an, die ich extra nochmal detaillierter als meinen normalen Lernplan geschrieben habe,
um zu sehen, wann ich mit welchem Thema fertig sein muss und wie ich allgemein vorankomme. Und that's it. Gegen 17.45 Uhr haben wir dann ganz freudig die Laptops zugeklappt und unsere Taschen gepackt und sind dann auch nach Hause gefahren. Und ich muss sagen, es war wirklich ein sehr guter und produktiver Lerntag und ich habe mich echt sehr gefreut, dass ich mit meiner Uni-Freundin zusammen da war, weil man so auch einfach nicht so das Gefühl hat, die Einzige zu sein, die lernen muss. Und deswegen, ja, war das wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Und ich hoffe natürlich, dass euch diese andere Art von Vlog auch gefallen hat und ich euch ein bisschen motivieren konnte. Und dann wünsche ich dir natürlich wie immer noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen oder einen wunderschönen Tag, wann auch immer du dieses Video siehst. Bleibt gesund und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss!